Und ich werde jetzt eine Passage anzeigen, wie ich mit Pferden, die zur Nervosität neigen oder die sehr renitent sind, die Bodenarbeit erarbeite, sodass die Pferde aufmerksam und auch bei der Führung aufmerksam auf meine Körpersprache am Boden werden. Ich werde jetzt in die Passage an die Wand gehen. Und ich mache eine sogenannte Zeitlupenarbeit. Das heißt, ich lasse das Pferd immer nur ein oder zwei Schritte gehen und halte dann an. Lass ihn kurz stehen, nachdenken und gehe wieder weiter. Dazu nehme ich den Führschwingbandrosal in die linke Hand, in die rechte Hand nehme ich die Zügelschlaufe, lege sie über den Widerrist vorne, sodass ich die äußere Schulter ein wenig begrenzen kann, damit ich das Pferd vielleicht auch schon im Schulterherein vor mir herschieben kann. Ich gehe den ersten Schritt, nehme ihn mit und bleibe stehen. Gehe wieder los und bleibe stehen. Immer wenn ich den Schritt erst mache, geht er mit. Brav. Stehen lassen. Wenn er anfängt zu zappeln, schön stehen lassen. Er bewegt sich, wenn ich mich bewege. Sollte das Pferd nicht vorwärts gehen, touchiere ich vorsichtig mit der Gerte am Leib und sage ihm damit, komm, geh mal weiter, komm. Also,